Wenn irgendwas Fundamentalsatz heißt, ist das meistens sehr wichtig. Fundamentalsatz der Algebra. Von wem könnte das sein? Das ist von Herrn Gauss. 1799 hat er das bewiesen. Ich glaube, da war er gerade 19 oder sowas. Und das Ding besagt, ich versuche das mal ganz einfach zu formulieren, jedes Polynom hat mindestens eine Nullstelle. Das bedeutet, dieses Verfahren funktioniert immer, weil Sie ja diese eine Nullstelle rausdividieren können, dann haben Sie wieder ein Polynom, auf das können Sie wieder den Fundamentalsatz anwenden, das muss wieder eine Nullstelle haben und so weiter und so weiter. Also im Prinzip besagt der Fundamentalsatz, ein Polynom n-ten Grades hat n Nullstellen, wenn sie auch nicht, eventuell nicht alle verschieden sind. Also für unsere Zwecke heißt das, das muss immer funktionieren, wir können immer alle Nullstellen finden. Also erstmal die flapsige Formulierung, jedes Polynom hat mindestens eine Nullstelle. Und ich wiederhole nochmal, die Tatsache, dass es mindestens eine Nullstelle hat, impliziert dann, dass es genau so viele Nullstellen hat, wie der Grad ist, weil ich ja immer weitermachen kann. Ne? Ich finde dann im Rest wieder eine Nullstelle und wieder eine und wieder eine. Das Einzige, was ich jetzt hier noch ergänzen muss, ist, wir werden gleich nächste Woche sehen, dass man auch in anderen Körpern rumrechnen kann, zum Beispiel in diesen komischen Restklassenkörpern, mit denen wir schon gearbeitet haben. Diese Aussage, der Fundamentalsatz der Algebra, gilt nur für die uns vertrauten Zahlen, also die, mit denen wir bisher gerechnet haben. Jedes Polynom mit komplexen Koeffizienten hat mindestens eine komplexe Nullstelle. Das ist die richtige Formulierung. Also jedes Polynom, also jedes komplexe Polynom, hat mindestens eine komplexe Nullstelle. Das ist der Grund, warum die komplexen Zahlen so wichtig sind. Die komplexen Zahlen sorgen dafür, dass wir immer Nullstellen finden, dass es immer weitergeht. Und natürlich gilt dieser Satz dann auch für die ganzen Polynome, mit denen wir bisher gerechnet haben. Wir haben bisher ja gar nicht echt komplexe Koeffizienten gehabt, aber die reellen Zahlen sind ja auch komplexe Zahlen. Ja? Also hier steht, dass insbesondere auch jedes Polynom, in dem nur reelle Koeffizienten auftreten, Nullstellen hat. Nur es können halt komplexe sein. Ja? Also das ist erstmal die Frage nach der Existenz von Lösungen. Damit ist die erste Frage schon mal geklärt. Gibt es immer eine Lösung? Ja, der Fundamentalsatz der Algebra besagt, wenn Sie mit reellen oder komplexen Zahlen arbeiten, werden Sie immer Nullstellen finden, genauso viel wie Sie erwarten. Es kann Ihnen aber passieren, dass Sie ein reelles Polynom haben und die Nullstellen komplex sind. Das haben wir ja ganz am Anfang schon gesehen, so ein ganz einfach aussehendes Polynom wie x² plus 1 hat nur komplexe Nullstellen, nur echt komplexe Nullstellen. Aber zumindest, wenn Sie die komplexen Zahlen mit einbeziehen, geht das immer.